Es ist ein seltenes Naturschauspiel, das gestern die Nacht über Dresden erhellte. Ein Supermond. Den gibt es zu bestaunen, wenn der Erdtrabant der Erde besonders nahe kommt. In dem Fall waren es nur rund 357.000 Kilometer Entfernung. Ein Riesenspektakel für Hobbyfotografen. Ich bin begeisterter Fotograf, Hobbyfotograf natürlich nur. Und ich, besonderes Augenmerk habe ich auf den Mond und auf die Sternfotografie gelegt. Also ich würde gerne mal die Milchstraße sehr schön fotografieren, was mir in Dresden natürlich nie gelingt. Aber heute bei dem Vollmond, da hat man gar keine andere Chance. Da muss man hierher gehen und das fotografieren. Ich bin Dresdner und habe ganz einfach gesagt, heute Abend wird es klappen und wollen über der Fama ganz einfach den Mond fotografieren. Und das war ja eine schwere Sache. Sie wissen ja, die letzten Tage hat es geregnet, war sehr stark bewölkt. Und wir wollen ganz einfach heute Abend den damit ausklingen lassen, dass der Mond so schön als Vollmond zu sehen war. Dass sich die Hobbyfotografen ausgerechnet hier versammelt haben, liegt an der besonderen Perspektive. Denn hier zeigt sich der Supermond hinter dem Dach der Kunsthalle im Lipsius-Bau, der sogenannten Zitronenpresse. Wunderbar. Also vor der Zitronenpresse, da ist das natürlich eine wunderbare Kulisse. Und mit dem Engel da drauf als Vordergrund vor dem Mond, das ist einfach bombastisch. Und wir haben auch genau den richtigen Fleck hier gefunden, wo wir den genau davor bekommen haben. Und wer den Supermond der vergangenen Nacht verpasst hat, in der Nacht vom 30. zum 31. August gibt es den nächsten Supermond. Und der wird sogar noch heller leuchten, weil er noch näher an der Erde sein wird.